Hey Leute, wie ihr seht, momentan kommen nicht so viele Videos auf unseren Channel hoch. Das liegt unter anderem daran, dass Timon und ich uns nicht so oft treffen können, weil wir sehr viel mit der Schule zu tun haben momentan und ganz viele Referate und so, Arbeit und so, ne? Und wir eben in zwei verschiedenen Orten wohnen und wir können uns einfach nicht treffen, weil wir die Videos zusammen machen müssen eben. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich eine eigene Rubrik auf. Und zwar, da können Timon und ich auch einzelne Videos machen und ich hoffe, die Videos werden euch gefallen. Und zwar geht es um diese Rubrik unter Gedichten. Da habe ich schon mal eins aufgeschrieben. Die Gedichte sind nicht normale Gedichte, die sind ein bisschen witzig gestaltet, hoffe ich jetzt mal. Und wenn ihr noch mehr Gedichte haben wollt, dann Daumen hoch. Und ja, es wird mich freuen. Das Gedicht hier jetzt, wo ich geschrieben habe, das habe ich mit einer sehr guten Freundin, die ich in Eastbourne kennengelernt habe, zusammengeschrieben. Und zwar wird die neue Rubrik heißen Dichter und Denker. Auf jeden Fall, sie wird Dichter und Denker heißen und wenn ihr sie überhaupt wollt. Ja, Dichter und Denker. Das Gedicht ist namenlos. Naja, egal. Flisch, Flash, Flisch, Flash. Ein Blitz kommt von oben und trifft ihn in die Hoden. Flisch, Flash, Flisch, Flash. Es zwingt ihn in die Knie. Solche Schmerzen hatte er noch nie. Da kommt ein Riesengewitter und schlägt den tapferen Ritter. Der heult vor Schmerz auf und sattelt sich einen Eisbeutel drauf. Die Lanze wird von Schmerz befreit, ist hart gefroren, erneut zum Kampf bereit. Da kommt eine holde Maid und öffnet weit ihr rotes Kleid. Der Ritter sprach, heut komm ich nicht, doch mach dir keine Sorgen, morgen. Am nächsten Tag ist der Ritter bereit. Aber wo ist denn die holde Maid? Sie war mit dem Schwarzen weg, denn er hatte eine größere Lanze im Gepäck. Die Moral von der Geschichte? Mach's gleich. Okay, das muss ich jetzt alles zusammenmixen. Abonnieren, abonnieren, abonnieren! Und dieses Gedicht kam dabei raus, dass Michi, also die Freundin, mit der ich das geschrieben habe, und ich eigentlich ein tiefgründiges Gedicht machen wollten. Also, fehlgeschlagen. Aber es war trotzdem witzig, hoffe ich mal. Es war total scheiße, Mann! Warum kannst du nicht richtig Gedichte machen? Sorry, ich habe doch versucht, richtig Gedichte zu machen, aber es geht einfach nicht. Wir sind allein, allein. Halt mal, halt mal!